Ja, hallo Leute, ich bin wieder unterwegs, leider im schönsten Regenwetter. Allerdings ist mir das egal, weil ich lange nicht mehr suchen war und ich muss einfach raus, weil nächste Woche anstrengend wird und ich muss mich ein bisschen entspannen und erholen, auch wenn es regnet, mir egal. Bin mal gespannt, ich habe hier eine Wiese, bin mal gespannt, was wir heute finden und dann bis gleich mit den nächsten Funden. So, erster Fund, geil. Eine Sonnenbrille, billigste Machart. Mal gucken, ob ich die Gläser noch finde. Bis gleich. So, wunderbar, Leute. Noch eine Münze zum Vorschein gekommen. Sehr schön, 98er Leitwert, also relativ hoch. Muss ich mal gucken, Silber ist nicht, soweit ich das sehe. Ja, wunderbar. Mal sauber machen, dann schauen wir mal, was wir da gefunden haben. So, nächster Fund. Sieht aus wie ein Knopf, ziemlich klein. Bin mal gespannt, ich gehe die Wiese noch komplett durch. Der Regen hat jetzt aufgehört. Und dann bis gleich. So Leute, könnt ihr das sehen? Da ist was. Na, erster Moment würde ich sagen, eine Münze aus dem Dritten Reich. Ja, vom Zustand möglicherweise, aber machen wir mal sauber und sehen uns das genauer an. Vielleicht ist ja noch was drauf zu erkennen. Cool, ein paar Münzen schon gefunden. Einen super geilen Knopf. Mal gucken, ein bisschen mache ich noch. Vielleicht kommt hier noch was Tolles. Ja, cool, Leute. Nochmal zwei Reichshändig von 1875. In der Ecke, wo ich jetzt unterwegs bin, scheint wirklich was los zu sein. Da ist einige Münzen jetzt gefunden. Super, Mann, das macht richtig Spaß. Obwohl das Wetter so mies ist, aber ein bisschen mache ich noch und dann geht's mal heimwärts. Wow Leute, ich habe einen super Fund gemacht heute. Schaut's euch an. So, ich wollte gerade Pause machen unter dem Baum. Bin gerade an dem Baum so an, hab den so angesondelt und direkt am Baum richtig geiler Knopf oder sowas. In der Mitte ist ein Stein. Also man sieht es glänzen. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen. Auf jeden Fall ist das ein ganz besonderer Knopf, denke ich mal, mit einem Stein. Ist bestimmt nicht alltäglich. Super Fund, sehr aufwendig, verziert und mit einem Stein in der Mitte. Geil, die mache ich mal schön sauber. Bin mal gespannt, was wir da gefunden haben. Ihr hört den Regen plätschern, aber jetzt bin ich natürlich motiviert. Wird nochmal den Baum richtig abgehen. Bis jetzt noch einen anderen Knopf gefunden, zeige ich euch noch. Aber jeder ist wirklich super. Ab in die Fundtüte, Pause machen. So, sehr schön. Ich bin jetzt gerade mal vom Rucksack 10 Meter weg. Zack, erste Münze. Wunderbar. Hier irgendwo noch ein Signal daneben. Mal gucken, ob da schon die zweite liegt. Münze. So, und noch ein Knopf hinterher, so leicht verziert. Rückseite. Ich glaube nicht, dass was Altes ist. Schade, ich dachte Silbermünze, aber leider nicht. So, nächster Fund. Irgendwas Halbiertes. Ich weiß nicht, ob es eine Münze ist, weil es dafür eigentlich zu groß wäre. Aber ich muss mal sauber machen, vielleicht erkennt man da was. Und dann schauen wir uns das mal an. Und Nummer 5 Pfennig aus dem Dritten Reich. So, am Schluss noch ein schönes Bleisiegel. Schön lesbar noch. Beide Seiten, deswegen nehme ich das mit. Mache ich mal sauber, dann schauen wir uns das mal an. Wunderbar. Gut, Leute, dann bis später.